Hallo, mein Name ist Sabine Betzing-Lichtentäler. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet und lebe mit meinen zwei Kindern und meiner Familie in Forst an der Sieg. Ja, und nachdem ich 12 Jahre lang im Deutschen Bundestag als Bundestagsabgeordnete meine Heimat vertreten durfte, wurde ich im November 2014 von unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer als Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsministerin ins rheinland-pfälzische Kabinett berufen. Ja, und im März 2016 durfte ich dann auch Landtagsabgeordnete für die Region Betzdorf, Kirchen, Daben, Herdorf und Rennerod werden und vertrete seitdem diese Verbandsgemeinden im rheinland-pfälzischen Landtag. Ich bin damals mit 20 Jahren ganz bewusst in die Politik eingestiegen, als Kreistagsmitglied ehrenamtlich, weil es mir am Herzen lag, meine Region zu gestalten. Und gestalten ist eigentlich auch genau das Stichwort. Gestalten bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Und das tue ich auch in meinem Job als Ministerin. Denn ich habe immer zwei Hüte auf. Der eine ist der Hut der Ministerin, der andere der Hut der Wahlkreisabgeordneten. Und in beiden geht es immer darum, zu gestalten. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, ob das in der Corona-Pandemie ist, ob das in der Arbeitsmarktpolitik ist oder wenn es um das große Thema der pflegerischen Versorgung geht oder der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Aber gerade auch das Gestalten ist das Stichwort in unserem Wahlkreis. Denn hier geht es darum, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, nah bei den Menschen zu sein, zu hören, wo ihnen der Schuh drückt, zu wissen, wo ihre Probleme sind, damit ich ganz in ihrem Interesse auch gestalten kann. Und das gelingt mir am besten hier in unseren Bürgersprechstunden, bei Veranstaltungen vor Ort, bei den Besuchen in unseren wunderschönen Gemeinden im Landkreis Altenkirchen. Ich handle da ganz nach dem Motto: hingehen, zuhören, handeln. Ja, und das ist die Devise, nach der ich jetzt seit über 20 Jahren arbeite. Und genau das möchte ich auch weiter tun. Hier für die Menschen in unserem Wahlkreis, weil er mir am Herzen liegt. Themen, die mir besonders unter den Nägeln brennen und die ich immer wieder auch von den Bürgerinnen und Bürgern gespiegelt bekomme, sind die gesundheitliche Versorgung, die Infrastruktur, egal ob Straße, Schiene oder die digitale Infrastruktur und das große Thema der Bildungspolitik. Dafür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen, hier für unsere Region, für die Menschen, die hier leben und für Sie Politik in Mainz gestalten. Ja, und wenn ich auch nicht immer vor Ort erreichbar bin, ihr könnt mich immer erreichen über die sozialen Medien, über Facebook, über Instagram, über Twitter, per Telefon, per E-Mail. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmt und wir uns auch im Wahlkreis einmal begegnen. Alles Gute!